Alles klar, Leute, und willkommen zurück zu Mario und Luigi Dream Team Bros. Mit dem abgefuckten Bosskampf. Hey, legen wir los. Würde ich auch sagen, dieser Bosskampf, der mich abgefuckt hat. So, ich werde erstmal die Orden wechseln. Ja. Ich denke mal, ich lebe damit einfacher. So. Ich werde erstmal den Sprung nutzen, weil den Traumball möchte ich echt nur benutzen, wenn die Antasma da sind. Der Sprung doch ganz guten Schaden macht eigentlich. Yes, natürlich aufs Feuer! Alter Mario, spring nicht so lang. Natürlich. Natürlich! So, Traumball. Traumkugel, sorry. Ah, Luigi's legt doch nicht so weit auseinander. Mein Gott, ich will doch nur Schaden machen und so. Ist das alles so viel? Aber ich habe schon weniger Schaden, das ist immer schön. Friss das, Bowser! Und vom Schaden her bin ich immer noch gut dabei. Traumtag ganz bestanden. Yay! So, jetzt kann wieder sein. Ja, das ist so unfair zu countern, weil du ewig den Hammer aufladen musst. Wobei heiß. Wobei da heiß. Heiße, heiße. So, warten wir. Und. Aber, danke. So, noch eine Traumattacke können wir loswerden. Das Einsam ist ein bisschen nervig mit dem Schütteln. Wurde auch gesagt, dass die nächsten Traumattacken schwerer sein sollen als das hier. Naja. Ich bin da gespannt. So, friss. Oh, gut. Hoppa heiß. Hoppa heiß. Hoppa heiß. Hoppa heiß. Heiß. Oh Gott, so, jetzt kommen das ist wieder raus, wunderschön, wie du, wir freuen uns an den Keks, so, Traumkugel. Der Bosskampf, ne? Alter, das ist gar nicht so einen harten Fight rausholen, immer gut, mir wurde von Luigi gewarnt, aber dennoch. Das ist dennoch halt ein extrem gemeiner Bosskampf. Und, bam, ins Gesicht. Phantasmas. Oh nee, die Verfolgungsjagd, bei der ich mal sterben werde. Ah, weg mit dir, Bowser! Weg mit dir! Danke. So, jetzt hätte ich gerne mal so ein Bonbon. Noms. Aber der Bosskampf läuft schon mal besser als beim letzten Mal. Vielleicht hatte ich auch von irgendwelche Probleme, weil, keine Ahnung, ich habe schon lange nicht mehr gespielt und lag einfach ouch daran. Jetzt komme ich, was kommen wieder tausende Antasmas raus. Video. Wir alle freuen uns. So, frisst die Traumkugel, Bowser. Ja. Ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, diesen Boss ohne Traumkugel schlagen zu können. Also schon, aber man muss einfach extrem gut ausweichen. Vor allem, wenn er seinen Ranspringen macht, plötzlich mit dem Hammer kontern muss. Das ist ein bisschen hart für mich. Und in dein Gesicht. Stirb einfach mal, Bowser. Stirb einfach mal. Okay, jetzt kommt wieder der Müll. Ja, es
so unfair. Das ist so unfair. Heiß. 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 So, gib mir die Heilung. Danke. Jetzt Traumattacke, Traumkugel. Oh, bitte lass es damit gewesen sein. Ich kann nicht mehr. Der Boss ist so hart. Er ist so hart. Er ist so hart. Es ist zu schwer. So. Komm, stirb, Bowser, bitte. Warum nicht? Warum willst du nicht sterben, Bowser? Sterben ist doch so gut für dich. Ja. Oh, die heilen ihn noch. Vielleicht ist das Heil ein Anzeichen dafür, dass er was besiegt ist. Ich will es aber mal hoffen. Und sonst bin ich ja leicht am Arsch. So ein bisschen. Da, Feuer. Hört, Eis. Oh, danke. So. Dann springen wir mal auf Bowser. Stell mal den Bosskampf komplett falsch, muss eigentlich die Antaspas angreifen, nicht Bowser. Oh, bitte. Krit! Oh, danke! Ich hab den Bosskampf geschafft! Das war erst der zweite Bosskampf! Oh Gott! Wir hätten erst der Endboss werden! Oh Gott! Ah. Vielleicht war ich auch unter Level. Boah, ich habe verschiedene Gegner mitgenommen. Ah, dringend auf die KP. Dringend auf die KP. Ah, dieser Boss ist böse. Er war böse zu mir. Alter, Verteidigung ganz hoch schnell. Eins, okay. Passt. Wow. Also wenn jeder Bosskampf so wird, dann gute Nacht. Diese Lästlinge, beseitige sie! Oh, oh. Was zum Teufel? Oh. Und gefällt es dir, allmächtig zu sein, Krieg? Und wie? Ich kann mich glatt daran gewöhnen, Partner. Auf in die Wachwelt, es gibt einiges zu tun. Nicht so schnell, Genosse. Ich muss auch noch Bildschirm führen, das erwartet man von mir. Dafür ist später noch genug Zeit. Jetzt müssen wir uns erstmal an den Plan halten. Bah, na gut, meinetwegen. Mario, Peach hole ich mir später. Lass die Blut von keinem anderen führen, sonst kannst du was erleben. Halt dich fest, wie kann diese Fledermaus Bowser tragen? Okay. Okay. Das ergibt alles keinen Sinn. Okay. Hey, ja. Opa. Oh, Häschen. Eine interessante Situation. Ah, das muss diese Prinzessin Peach sein. Die Jungs haben euch gerettet, was? Oh, wir sind tot. War das so anstrengend, dass sie eingeschlafen sind? In einem Traum zu schlafen ist gefährlich. Oh, okay. Oh, ich habe keine andere Wahl. Ich bringe euch zurück in die Wachwelt. Oh, ich will diesen Hasen haben. Er ist so süß. So süß. So süß. Wow. Bowser. Und diese Fledermaus. Oh. Knüpp, du hast ja Krähe, lerne ein paar fliegen. Ja, ja, ja. Hihihi.
Krähe frei! Wieder hier! Tja, wer hat jetzt einen starken Partner? Richtig, das bin ja ich. Jetzt hält mich nichts mehr auf. Ich meine, das war doch Bowser, oder? Prinzessin Peach! So ein Glück! Anscheinend ist unsere Reise gut verlaufen. Jetzt sind doch alle in Sicherheit, oder? Tut mir leid, dass ich euch Sorgen bereitet habe, aber zum Glück bin ich wohlauf. Ja, du Egoistin, zum Glück bist du wohlauf, aber Bowser regiert bei die Welt, Hubidu. Mario, vielen Dank. Ja, und Luigi sind wir unschuldig. Danke. Wir sollten auch Toads wahrscheinlich informieren. Freunde, wir haben keine Zeit, Höflichkeiten auszutauschen. Das Böse ist unter uns, Antasma. Antasma ist zurückgekehrt. Unmöglich! Seid ihr sicher, mein Prinz? Antasma? Genau der. Der, den wir in der Traumwelt eingesperrt hatten. Der böse Herrscher der Fledermäuse. Er ist zurückgekehrt, um seine Plagen über uns zu bringen. Wie ich schon erwähnte, Antasma, der böse Fledermauskönig, wollte seine Wünsche erfüllen. Also stahl er den Prinzenstein, aber mein Volk konnte ihn besiegen und sperrte ihn ein. Bevor wir ihn in sein Verlies verschließen, konnte Antasma den Prinzenstein zerstören. So viel wissen wir ja bereits, denke ich mal, oder? Die herabsehenden Altranstädter verwandelten uns alle zu Stein, aber wir konnten Antasma in der Traumwelt einkerkern. Wir wussten natürlich, dass er in der Traumwelt weiterleben würde, dass er warten würde, bis seine Fesseln sich locken. Okay, doch, kein Krankfried, schade. Uns war klar, er würde zurückkehren, sobald das geschehe. Und nicht nur das, nein, er hat sich auch mit Bowser verbündet. Er würde dann halt versuchen, unsere Welt zu erobern und seine Albträume zu verbreiten. Wenn das wahr ist, wird dann das mal sicher versuchen, den Traumstein zu stehlen. Der Traumstein? Er kann jeden Wunsch erfüllen oder befindet sich auf dieser Insel, oder? Wir müssen dieses Gebiet verlassen und uns in die Wüste aufmachen. Dort befindet sich das Stein, in der Nicker-Wüste. Mario? Luigi? Ich bitte euch, haltet an, das mal Pause auf. Wenn zwei so böse Kreaturen den Traumstein in die Hände bekriegen, dann befindet sich die Welt in größter Gefahr. Was es auch kostet, ihr müsst verhindern, dass es passiert. Bitte, es liegt an euch, an das mal Pause aufzuhalten und ich werde nichts tun, denn ich bin nur eine Prinzessin und kann nichts tun. Ja. Dam da dam 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 da dam dam. Ich sorge dafür, dass dieses Tor sofort geöffnet bleibt. Wenn es ist, findet ihr mich in der Hütte des Parkwagens. Kommt ruhig mal vorbei, ja? Prinzessin Peach, für euch ist es voll sicherer im Schloss zu warten. Mario, Luigi, viel Glück, alles weiter liegt an euch. Wir müssen uns auch auf den Weg machen. Wartet einen Moment! Traumswurf, ist irgendwas nicht in Ordnung? Oh nein, es gibt ja keine Probleme, mein Prinz. Ich wollte nur meinen lieben Mitbärtigen etwas aufklären. Wisst ihr, die Blümchen, die Bier, ich meine, wenn ihr voranschreitet und auf eurem Weg weitere Kiste rettet, kommt bitte später noch einmal zu mir, wenn ihr Gelegenheit dazu habt. Als Eltern der Kiste habe ich Geschenke, die ich denen geben will, die ihrer würdig sind. Gut gesprochen, Traumstoff, du wärst wie ein wahrer Kisso. Ihr habt gehört, was Traumstoff sagte. Ich selbst will euch ebenfalls beschenken. Ich hoffe, ihr werdet auf euren Reisen weitere Kiste aus der steinernen Ruhe befreien, die sie gefangen hält. Ihr tragt so viel Kraft in euch, nutzt sie, um die schlafende Kiste zu wecken. Sehr schön, ich werde jetzt trotzdem ein kleines Lüchchen in die Hütte des Parkwaldes machen. Ach, eines habe ich noch vergessen. Ihr habt schon 5 Kiste geholfen, oder? Ich denke, ihr findet eine kleine Belohnung, findet ihr nicht auch? Du hast einen Kraftschub, Hammer! Hui, klingt cool.
Wenn ihr es schafft, 7 Kisten zu befreien, habe ich noch eine Belohnung für euch. Okay. So, alles bereit? Dann auf, wir müssen den Traumstein finden. Die Neckarwüste, wir gehen gleich in den Ausgang des Parks. Vielleicht haben diese fiesen Typen sie ja schon gefunden. Wir müssen sie also beeilen. Yahoo! Soll ich mir das mal was Neues ausrüsten? Denn wir haben jetzt neue Hammer bekommen. So, jetzt den Kugelhangel, Hammer. Okay, gelegentlich fährt eine Eisenkugel auf Gegner vor, mehr Schaden. Glück kriegt man Mario. Aber dann... Luigi kriegt dann den... Hast du keine Hose? Angst... Okay. Sprich, dir zieh mal die Hosen aus. Oh Gott. Dann kriegst du mal die... Volltreffer Handschuhe. Das ist nicht so... Wenn du keine Hose auskriegst, bekommst du mehr Angriffskraft. Das ist seltsam. So, ist irgendein Speicherblock irgendwo in der Nähe? Kann ich irgendwo einer? Ich glaube schon, oder? Ich will hier gerne speichern und beenden. Oh, hier kann ich noch ein Hammer. Ein Ding zerstören. Oder auch nicht. Okay, dann nicht. So. War nicht irgendwo ein Speicherblock? Da war ein Speicherblock bei der Hütte. Sonst war hier nirgendwo ein Speicherblock? Wirklich? Ganz ehrlich? Was verkaufst du nochmal? Willkommen! Wir führen also die Waren, die man auf dieser Insel braucht. Vielleicht sollte ich auch so... Es gibt 3 Arten solcher Hexen. Das kann sich mit einem Hosen, Handschuhen und Zubehör. Sonst hat sie so viele Hosen. Größtes das könnt ihr allerdings nur hier ein Teil ausrüsten. Wir brauchen eine Ausrüstung. Wir können Muschelmark hier im Bildwerk kaufen. Picknickstiefel. Dicke Handschuhe und keine besonderen Effekte. So, kaufen wir die mal. Ja, ausrüsten. Oh, meine Hand ist eingeschlafen. Ah, wilder Bosskampf. Nee, ich wollte noch normale Items kaufen. Ein paar Items wäre ziemlich geil. Ja, das wäre. Ein paar Pilze. Ne, wobei, ne Pilze nicht. Sirupe sind immer gut. Corona-Pilze auch. Ich weiß nicht, wie es in der Wachwelt sein wird. In der Wachwelt sein wird mit dem Boss kämpfen. Ein Schluck Kisolatte. Ja, komm, heil uns mal. Yay. So. Sonst nichts. Gut. Dann würde ich sagen, das war's von... Wo ist der Speicherblock? Hier oben sind... Ah, hier ist der Speicherblock. Das war's von Mario und Luigi Dream Team Brothers von heute. Im nächsten Part geht's dann in die Kicherwüste. Oder hieß es? Nee. Nika, nicht Kicher. So wie Superstar Saga gespielt. In die Neckarwüste. Bis zum nächsten Mal, Leute. Cheerio.